Hallo, guten Tag. Ich möchte euch mal heute einen kurzen Testbericht zeigen über der Home Cinema Anlage von Canton. Genau genommen die Canton Movie 260. Wie ihr seht, habe ich die in weiß. Einmal der Center. Dazu die linke Frontbox. Die rechte Frontbox, wie ihr seht, ist es wie der Center. Haben wir hier zwei Boxen drin und eine Mittelbox. Betrieben wird diese Anlage von den AVs hier von Yamaha. Der super gut zur Anlage passt, wie ich sagen muss. Also einfach nur genial. So, und als TV-Gerät LCD habe ich zu Hause den Samsung UE55D8090. Ein knaller TV, kann ich euch auch noch sagen. Und auch perfekt. Als Hintergrundbeleuchtung habe ich eine LED-Leuchte, die auch die Farben wechselt. Und wenn ich Musik höre, kann diese auch mit dem Bass mitgehen. So, jetzt einmal kurz zu den hinteren Frontboxen. Einmal dort. Und einmal dort. Also wie ihr seht, sind überall dieselben Boxen wie der Center hat. Und das ist der feine Unterschied zu der Movie Canton 160, was da viele Leute zu Hause haben. Aber ich kann euch sagen, ich habe beide Systeme getestet. Die Canton Movie 160 habe ich nach kurzer Zeit wieder abgegeben, weil die nicht annähernd so leistungsstark ist. Der Raum hier, wo ich mich befinde, hat ca. 55 Quadratmeter. Und wenn ich jetzt gleich mal aufdrehe, was man natürlich in so einem Video nicht ganz mitbekommt, aber wenn ihr jetzt hier wärt, dann würdet ihr wirklich vom Hocker fallen. Und, Entschuldigung, einmal natürlich den Bass. Den Subwoofer-Bass. So. Dann wollen wir mal einmal kurz hier aufdrehen. Man muss schon schreien, um sich zu unterhalten. Wahnsinn, ein Wahnsinn. Kinoerlebnis pur. Vitamin Kohl! Yeah! Tut mir leid, Sir, er musste mich der Windrichtung anpassen. Vitamin Kohl! So, jetzt nochmal von Anfang an. Betrieben wird es durch Apple TV. Ist vom Stream her mit das Beste, was ich kenne. Auch laut viele Zeitschriften der beste Stream aktuell. Und das bei einer DSL-Leitung von 6000. Thank you.
noch mal kurz ein bisschen vorspulen. Der Canton Movie 260 Home Cinema Anlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen kleinen Eindruck zur Kaufentscheidung. Ich kann nur sagen, für dieses Geld gibt es momentan nichts Besseres vom Sound her. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.